Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hatten wir hier schon reingeschaut? Echte eigentlich ja, aber anscheinend doch nicht. Naja, was soll's. Wir müssen zum Frachtkran. Ach, den müssen wir noch heilen. Moment. Bitte, bitte, komm mit. Ja, jeder hat's gesagt und wir machen's auch. Mal gucken, ob ihr es wirklich überlebt. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir müssen zum Frachtkran, da haben wir die Zutaten für das ganze Gegengift. Und das müssen wir ja dann in die Brauerei irgendwie kippen oder keine Ahnung. Irgendwie so. Damit wir hier alle retten. Was macht man mit ihm? Wie weit geht denn der rüber? Müssen wir uns... Ja, weil die sich dann halt nicht wieder mitrollern, ne? Aber wir hätten ja sonst durchkommen sollen. Eine verloren, ich sag doch. Bedankt euch nicht dafür, dass ich euch rette. Wenn ihr euch denn selber in den Abgrund... Wo geht er denn hin? Nein! Geh weg! Hallo! Ich kapiere noch nicht ganz, wie er hier lang zielt. Jetzt. Na. Hä, wie sollen wir denn hier lang kommen? Jetzt guckt er ein Stück nach oben. Okay. Wir haben's. Wir dürfen hier nicht chanten. Ich wüsste nicht, warum wir hier chanten sollten. Das heißt, es werden wahrscheinlich gleich Slicks kommen. Langweilig. So. Dann hier rüber. Aha, oh Gott, das hat man aber auch schwer gesehen. Ich dachte, hier geht's normal weiter. Na, ein Glück. Habe ich noch schnell die Leertaste drücken können. Waschmittel, leere Flasche. Also wir brauchen auf jeden Fall Nebelschleier. Du sollst doch den hier drüben anwählen. Komm schon, jetzt. Ja, danke, mein Guter. Sicherheitsstation, Kranbrücke und Frachtkran. Genau da wollen wir hin. Hier oben kommen endlich viele. Mit dem müssen wir dann wahrscheinlich... einmal diesen Stab da hochklettern. Müssen mal gucken, wann triggert's den denn? Was, wenn wir Alarm auslösen, oder? Taste können wir noch nicht drücken, ich glaube. Nee, ich dachte kurz, wir müssen durch die Kamera. Aber anscheinend doch nicht. So, dann nehmen wir uns den hier mal. Müssen mit ihm wahrscheinlich hier hochkrabbeln. Können wir den fix abschießen, nochmal hochkrabbeln. Und hier müssen wir das Teil da oben abballern. Jawohl. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den eigentlich platzen lassen. Na gut, da kommen eh unendlich viele raus. Das heißt, das bringt nichts, den zu erledigen. Können wir jetzt die Taste drücken? Nee, können wir immer noch nicht. Das heißt, das war es anscheinend doch noch nicht so ganz. Also müssen wir nochmal hoch. Entschuldigung. So, was müssen wir denn noch machen? Den da drüben nochmal chanten? Aber hier ist ja weder ein Hebel, sonst noch irgendwas. Wie gesagt, abschießen bringt nichts. Nur warten, bis hier neuer rauskommt. Mach mal schneller. Nein, wir verlieren unser Dings. Ja, komisch. Also hier sollen wir auf jeden Fall nicht lang. Wir haben 1 Million Mudokons im Schlepptau. Ach so, grün sind die, wenn wir die... als Gefährten haben und weiß, sobald die im Vogelportal sind. Hat ja nur fast das ganze Spiel gedauert, bis ich das kapiert habe. Also das Einzige, was ich mir noch erinnere, da ist ja noch so ein Stab, genau. Okay, also müssen wir jetzt diesen machen. Dann den schnappen. Also ich war schon richtig, ich hätte nur den Typen nicht abschießen sollen. Oder ein bisschen warten, bis ich mit diesem Chanting wieder aus dem anderen rausgehe. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir den nächsten chanten. Einmal diesen machen. Jetzt müssen wir warten, bis der da unten wieder lebt. Dann holen wir uns den, gehen da wieder runter. Nein, ach, wie ärgerlich. Komme ich auch hier hoch? Geht das schneller? Ich muss mir erstmal einen holen. Weil ansonsten die Zeit halt unten abläuft und wir halt nicht so lange damit rumfliegen können. Hä?
Och nein. Okay, also wir müssen warten, bis das Ding unten erstmal komplett voll ist. Komplett voll kriegen wir es nicht. An sich können wir ja hier durch die Kameras ja eigentlich scheißegal. Wir müssen jetzt erstmal so nah wie möglich hier ran. Dann chanten, ganz schnell hier einschnappen, damit so wenig wie möglich von der Leiste leer geht. Ich glaube, jetzt können wir es schaffen. So, dann haben wir das. Ganz schnell zu dem. Nochmal eine Etage hoch. Jetzt können wir mit dem auch direkt durchlaufen. Ist natürlich schon mal etwas praktischer. Hier wieder runter. Oh scheiße, hier kommt Feuer. Aber ich muss den drüben chanten. Achso, das Feuer macht dem aber nichts, weil das ist so ein Flammenwerfer-Typ. Also ist das egal anscheinend. Okay. Runter mit dir. Wahnsinn, so lange haben wir noch nie gechantet. Vor allem nicht so eine lange Chant-Kette, nenne ich es jetzt mal. Wir müssen das kaputt kriegen, ich weiß aber nicht wie. Ah, okay. Brauche einfach nur einen Moment. Ich dachte, wir kriegen es nur mit Schüssen oder so kaputt, aber eigentlich ist es ja eine Holzkitze. Eine Holzkitze. Komm schon, verbrennen. Und mit dir runter. Können wir mit dem so einen Checkpoint nehmen? Nee, ne? Dachte ich mir. Hier drauf drücken. Rüberfahren. Ja, und da haben wir es doch. Perfekt. Und jetzt ballern wir alle ab. Wir verbrennen sie. Nee, natürlich nicht. So, sehr schön. Ihr kommt wieder alle mit. Und auf geht's rüber. Dann haben wir den nächsten Checkpoint. Bisher erst einen Mudokun verloren. Kranbrücke, Frachtkran. Ja, genau, da wollen wir hin. Gibt's hier noch was? Nö. Ich sehe nichts. So ein Vogelportal wäre mega geil. Ja, irgendwie habe ich immer das Glück, dass kurz bevor das Portal kommt, wir alle Mudokuns verlieren. Und das ist irgendwie immer nicht ganz so geil. Ja, Putzjob beendet. Du bist gekündigt. Kommt hier irgendein Zug lang? Nee. Wäre auch komisch mit dieser Plattform drüber. Ach, die Biester. Das heißt, wir müssen Nebelschleier herstellen. 4 Stück hat uns das Spiel gegönnt. Obwohl, wir könnten auch mal probieren, den mit einer Gebräunate zu erwischen. Ah, wir haben natürlich die Laterne erwischt. Und natürlich. Aber wir probieren es mal. Was passiert jetzt? Er brennt auf jeden Fall. Aber es macht ihm nichts aus. Was soll das sowieso darstellen? Verstehe ich irgendwie nicht. Wo haben wir es denn? Hier, Nebelschleier. Ist natürlich die Frage, wenn der brennt und durch uns durchläuft im Nebelschleier, brennt er uns mit an? Wir könnten natürlich auch die Spinte hier benutzen. Komm mit hoch, komm mit hoch, komm mit hoch. Ah, ich muss euch helfen. Ja, bleibt doch unten stehen. Ist ja nicht so, dass hier ein flammender Eimer mit dem Gebiss durchkommt. Habt ihr alle Platz? Hey, hat geklappt. Cool. Und raus hier. Sieht irgendwie witzig aus, wie sie da alle rauskrabbeln. Macht ein bisschen hin. Knappe Geschichte, aber wir haben es geschafft. Hier unten gibt es, glaube ich, nichts weiter. Ey, wir haben ein Vogelportal. Cool. Nur ein verloren. Ah, wieder zu weit weg. Dann kommt erstmal alle her. Und weg mit euch. Sieht doch schon mal gut aus. Wie viel waren es denn insgesamt? 10 Stück? Na. Bisher eigentlich noch relativ easy, aber wollte das auch eigentlich nicht mehr sagen. Weil dann wird es immer schwer. Und dann weine ich immer nach der Folge. Was haben wir? Kranbrücke, Wartung, Frachtkran. Irgendwie das gleiche, bloß Wartung ist dazugekommen. Das sieht schon wieder ganz, ganz ekelhaft aus. Scheiße. Okay.
wir könnten doch uns bestimmt einfach hier einen Nebelschleier hinwerfen. Nein, der geht weg. Ach, wie doof. Ja, super, jetzt sind wir gleich wieder tot. Ach, Mist. Fand das eigentlich gar keine dumme Idee mit dem Nebelschleier, aber es ist natürlich Fahrtwind da. Jetzt müssen wir mal überlegen. Also entweder muss ich den ersten springen. Und jetzt ducken. Ducken. Springen. Ah, ich war zu spät mit dem Springen dran. Aber wir hätten es fast geschafft. Also an sich war die Taktik schon gar nicht verkehrt. Hier hinten stehen... Ah, jetzt kommt der aber hier richtig doof. Gerade eben war das nicht so schlimm. Ja. Okay. Anscheinend kann man die Taktik nicht jedes Mal gleich anwenden, weil die irgendwie unterschiedlich zielen. Guck mal, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ja, wenn ich doppelt gesprungen wäre, wäre ich in den Laser reingekommen. Ach, mach da nicht so einen Quatsch mit mir. Also so springen, jetzt diesen, dann die, ah, das ist doof, wenn der in der Hocke ist und ich die Leertaste zum Springen drücke, dann steht er erstmal auf in aller Ruhe. Hier, wenn ich, jetzt drücke ich Leertaste, da passiert nur das, ich doppelt Leertaste drücke, es dauert halt zu lange, ne, ihr seht das. Das ist irgendwie nicht so die optimale Technik dafür. Jetzt kommen die beide gleich, können wir beide rüberspringen, hier auch. Ducken, 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 ducken. Ach, oh, ach man, weil der wieder so lange gebraucht hat. Wir hatten es doch fast. Die kommen wieder ungefähr auf gleicher Ebene. Das ist eigentlich geil. Ja, oder auch nicht. Ja, ein Glück ist der Checkpoint gleich davor. Ansonsten wäre ich definitiv schon längst verzweifelt. So, was macht man mit euch? Ich komme nicht so schnell dann aus der Hocke wieder hoch. Selbst wenn ich erst die Hockentaste drücke und dann springe, es dauert zu lange. Also wir müssen es irgendwie anders hinkriegen. Also das ist erstmal der beste Plan. So, dann ein Stückchen rollen. Ah. Es tut mir leid, aber wirklich, spielt selber. Ihr seht, es ist nicht easy. So, also, eigentlich war das der gute Plan. Dann rollen, rollen. Ah. Können wir jetzt nicht einfach hier drüben an die Seite ranhängen? Nee, geht leider nicht. Wäre zu einfach gewesen. So, also, wir machen jetzt erstmal diesen. Dann würde ich eigentlich auch gerne erstmal... nicht unbedingt diesen machen. Aber wenn wir es schaffen würden, die zweite Mine noch zu überspringen, würde es uns das Leben definitiv einfacher machen. Na, ich habe mich doch gleich geduckt. Das ist halt Wahnsinn, ne? Sobald man einmal in der Nähe von dem Laser ist, um die direkt Bock, dich abzuballern. Also, dieser... Jetzt können wir es doch schaffen. Jetzt sieht es doch gut aus. Aufstehen, springen. Ja! Warum war es jetzt so einfach? Er hätte wahrscheinlich am Anfang nur einen richtigen Zeitpunkt abwarten. Nein. Nein, das wollen wir doch alle nicht. Och nö. Na super, und kein Checkpoint dazwischen. Das kann ja witzig werden. Ich habe keine Ahnung, wo die hinzielen. Ob die runterzielen, hochzielen. Erstmal dieser, dann dieser. Dann dieser. Nicht Spotify, sondern dieser. So. Ah, ach komm. Es war so knapp. Wir hatten es eigentlich schon. So, warten, bis der rüber geht. Dann haben wir hier Zeit für den ersten. Ja, jetzt kommt der auf einmal wieder so übelst schnell angesneakt hier. Ah. Ah, Mann. Es tut mir leid, wenn das für euch gerade hundelangweilig ist. Aber glaubt mir, mir macht es auch keinen Spaß. Es ist schon wieder so ein Ding, was... einfach zu hardcore ist. Ja, es ist... Irgendwie müssen wir mehr abwarten. Wir müssen einen besseren Zeitpunkt finden dafür. Jetzt gucken wir mal. Der eine geht rüber und in dem Moment, wenn der drüben ist, kommt der andere hier rüber. Wenn wir jetzt drücken, dass der fährt, wenn wir beide überspringen, noch einen überspringen, ducken, hoch... überspringen. Okay, das wäre vielleicht doch schon mal der richtige Plan fürs Erste. Wir starten jetzt hier einfach mal, weil ich habe keine Ahnung, wie wir am besten anfangen. Aber eigentlich mussten wir hier erstmal nur die ganzen Dinger überspringen. Ah. Hat vor uns irgendwie besser geklappt, ne? Mal gucken, ob wir das die Folge noch schaffen. Es tut mir leid, aber ich werde es nicht rausschneiden. Habe ich wieder nicht gewartet. Jetzt, ja, ich springe gleich mal rein, weil es macht keinen Sinn. Es war doof von mir.
Ach, warum mache ich es denn schon wieder? Ach, Entschuldigung, ich bin irgendwie ein bisschen gerade gaga am Kopf. Den kann man halt auch, doch, den kann man auch überspringen. Seit wann denn das? Okay, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ich ziehe jetzt hier einfach mal und wir gucken, was passiert. Gerade eben war es eigentlich viel einfacher. Wir hatten die ganzen Minen so relativ einzeln. Ah, wo gehen die jetzt lang? Oh Gott, ich will es nicht verkacken. Ja, oh, bitte nicht noch so eine Plattform. Och, kommt schon, Leute, das kann doch nicht sein. Aber hier kommt, glaube ich, nichts weiter. Oh shit, doch, hier kommt irgendwas. Oh, geh weg. Haut bloß ab. Leute, ich habe gerade so einen hohen Puls. Ja, wir haben Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wann war das schwer? Hat halt doch ein bisschen Überlegung gebraucht. Und da bin ich nicht so gut drin. Na, gibt's hier irgendwas für mich? Sieht doch wie ein Geheimareal aus hier unten. Nö, einfach gar nichts. Ist ja, obwohl, kommen wir hier nochmal lang? Muss es doch was geben. Ja, da brauchen wir aber einen Fitzi-Boom. Haben wir noch Fitzi-Booms? Nicht wirklich. Können wir Fitzi-Booms herstellen? Auch nicht. Vielleicht geht's auch mit einer Gebräunate. Nö. Gut, also wir kommen leider nicht hier runter. Wir bräuchten einen Fitzi-Boom. Schade. Wartung, Frachtkran, wie immer. Checkpoint ist erreicht. Wir holen die Kleinen hier mit. Ach, der schießt da wieder hier durch. Komm, Mudokuns. Ah, das soll man aus der Perspektive erstmal sehen. Was ärgert mich hier? Ich sehe gar keins. Das ist halt die Frage, bringt Schleichen was? Nö. Wir rennen einfach durch, was soll's. Ich hoffe, die Mudokuns kommen mit. Kann ich jetzt hier chanten? Ja. Hä? Was denn jetzt? Jetzt. Nee. Irgendwie wird's blockiert. Schade. Aber wir wären eh nicht durchgekommen, aber es ist komisch, dass hier überall so eine Dinger sind, weil hier bräuchten wir jetzt auch wieder Fitzi-Boom. Ja, das Spiel hat uns gar nichts gegönnt, was Fitzi-Boom angeht. Mit dem Rest kriegen wir das ja alles nicht durch. Finde ich ein bisschen komisch. Jetzt kriegen wir auch die Mudokuns nicht gerettet, aber ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Entweder war irgendwo ein Automat, aber den hätten wir ja gesehen. Ist komisch, ich sehe auch keine Kugel, aber chanten können wir trotzdem nicht. Oder wir schaffen es, indem wir den Typen hier auslösen. Kommt, ja, genau so, roll dich. Ist der das irgendwie abfackelt? Die sich jetzt selber angebrannt? Nee, die haben die Mudokuns angebrannt. Gut, wir lassen die beiseite. Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Müsste dem vielleicht noch sagen, dass sie mitkommen sollen? Weil ich kann nicht reinchanten, wir haben keinen Fitzi-Boom, um es kaputt zu machen. Und wenn wir den ihren Flammenwerfer auslösen, geht das Ding leider auch nicht kaputt. Nee, tut mir leid. Müssen wir beiseite lassen. Sind jetzt eh schon tot. Wartet mal kurz hier. Ich möchte erstmal fix die Spinte entleeren. Kabelset. Mula. Hier ist aber leider auch nichts dabei, mit dem wir hätten was herstellen können. So. Ach, na klar. Er hat doch oben drüber geguckt. Ich roll mich und trotzdem bringt's nichts. Ah, ihr solltet eigentlich stehen bleiben. Vor allem, die stehen gleich da drüben, ne? Als würden die uns nicht sehen. Irgendwie ein bisschen doof. Ja, wenn ich jetzt hier einen Doppelsprung mache, bringt gar nichts, weil unsere Mudokuns machen keinen Doppelsprung. Also brauchen wir anscheinend doch Nebel. Ich glaube, das ist die beste Variante. Ah, ich werfe mal hier noch eins hin. Wir haben bloß noch eins. Kommt, rennt. Gut, da haben wir es geschafft und jetzt brauchen wir wieder Nebel. Ich hoffe, wir können noch welchen herstellen. Gebräuflasche haben wir und Mula gefunden. Wo haben wir? Hier haben wir Nebel. 6 Stück kriegen wir hin.
Gut, dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ist ein bisschen ärgerlich jetzt mit dem Mudokunst da vorne gewesen, aber keine Ahnung. Wenn ihr eine Ahnung gehabt hättet oder wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich es hätte machen können, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen 12 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.